Wasser, sofern nicht beeinflusst, wird seinen Pegel einnehmen. Also wenn du dir ein Glas Wasser, eine Badewanne, ein Schwimmbecken, einen See oder ein Meer anschaust, ist es flach. Selbstverständlich werden hierbei natürliche Bewegungen nicht berücksichtigt. Es gibt jedoch kein gekrümmtes Wasser. Wir haben keine echten Bilder von der Erde, sie sind alle manipuliert. Die NASA gibt sogar zu, dass sie ihre Bilder der Erde mit Photoshop herstellt. Sie sind mit Photoshop, das muss jedoch so sein. Bei zahlreichen Gelegenheiten hat die NASA eingeräumt, dass die Raumfahrt nicht weiter als in die niedrige Erdumlaufbahn hinauskommt, welche in 200 bis 2000 Kilometer Entfernung ist. Das Interessante ist, dass der Mond angeblich 383.000 Kilometer entfernt ist, was einen Unterschied von 381.000 Kilometern ausmacht. Es spielt keine Rolle, ob du dich am Boden, auf dem Dach eines Gebäudes, an der Spitze eines Berges, an Bord eines Heißluftballons oder Flugzeug befindest oder dir Aufnahmen eines Amateurhöhenballons anschaust, der Horizont steigt stets zu deiner Augenhöhe auf. Ob du dir die Skyline von Toronto vom 50 Kilometer entfernten Niagara-on-the-Lake, die Skyline von Chicago vom 69 Kilometer entfernten Union Pier oder gar Oahu von Kauai betrachtest, was von einer Inselmitte zur anderen 174 Kilometer hat oder 117 zwischen den nächstgelegenen Punkten, du wirst keine Krümmung sehen, wo sie eigentlich sein sollte. Gemäß dem Satz des Pythagoras, der angibt, dass die Erdkrümmung 20 Zentimeter je Meile zum Quadrat beträgt, sollte Oahu überhaupt nicht zu sehen sein. Man kann jedoch die ganze Insel sehen. 1887 führten Albert Michelson und Edward Morley etwas aus, was als Michelson-Morley-Experiment bekannt ist. Dieses Experiment versuchte die angebliche Bewegung der Erde um die Sonne zu beweisen, und als es scheiterte, war Albert Einstein gezwungen, sich die Relativitätstheorie auszudenken, um dieses Problem zu bewältigen. In der Tat, jedes Mal, wenn die etablierte Wissenschaft mit unerwünschten Ergebnissen konfrontiert wird, schaffen sie eine Notlösung, was nun wirklich keine Wissenschaft ist. Die Sonne ist angeblich 149 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und hat einen Radius von 695.700 Kilometern. Man kann jedoch leicht nachweisen, dass sie erheblich näher und kleiner ist, indem man ihre Dämmerungsstrahlen zur Quelle im Himmel zurückverfolgt. Wenn die Sonne wirklich 149 Millionen Kilometer entfernt wäre, könnte es schlicht unmöglich geneigte Sonnenstrahlen geben, da sie beständig gerade auftreten würden. Gemäß des globalen Modells findet eine Mondfinsternis statt, wenn Sonne, Erde und Mond in einer direkten Linie liegen. Jedoch ist in Aufzeichnungen festgehalten, dass es seit dem 15. Jahrhundert 50 Eklipsen gab, bei denen sowohl die Sonne als auch der Mond beide oberhalb des Horizonts zu sehen waren. F.H. Cook, die irdische Fläche. Es ist ein allgemeiner Irrglaube, dass der Schatten der Erde die Mondphasen verursacht. Sogar die Anhänger und Hohepriester des Wissenschaftskultes räumen diese Tatsache ein. Das Interessante an den Mondphasen ist, dass sich die acht Phasen stets genau wiederholen. Wenn sich die Erde jedoch in einer Umlaufbahn um die Sonne befinden würde, würden diese acht Phasen in der Sommer- und Winterjahreszeit zwangsläufig umgekehrt sein. Ich verstehe ganz und gar, dass die Vorstellung einer flachen, feststehenden Erde in vielerlei Hinsicht lächerlich scheint. Dies ist jedoch nur so, weil uns das falsche Modell der Erdkugel seit der ersten Schulklasse beigebracht wurde. Das Modell der flachen Erde wird erst recht als höchst lächerlich dargestellt. Ein Modell, bei welchem Schiffe, Boote und Wasser am Rand abfließen würden. Ich kann es also nachvollziehen. Das ist jedoch alles ein Bestandteil der Verschwörung. Ich habe 30 Jahre meines Lebens daran geglaubt, dass wir uns auf einer rotierenden Kugel befinden. Als ich jedoch unvoreingenommen und wissenschaftlich die Argumente für eine flache Erde prüfte, wurde mir klar, dass an diesem Modell mehr dran war, als ich ursprünglich glaubte. Nach nun fast 2 Jahren der Forschung bin ich sicher, dass die Erde flach ist. Uns wird erzählt, dass sich die Erde am Äquator mit 1600 km/h um ihre Achse dreht, mit 100.000 km/h um die Sonne wandert, während das ganze Sonnensystem innerhalb der Galaxie der Milchstraße mit 789.000 km/h wirbelt und letztlich die gesamte Milchstraße mit erstaunlichen 1,6 Millionen km/h durch ein endloses Weltall rast. Die meisten Menschen glauben daran, und doch ist jedes Experiment, das selbst die einfache Rotation der Erde beweisen sollte, gescheitert. Dasselbe gilt für die Erdkrümmung, sie wurde nie bewiesen, und wir sehen sie nur in Spielfilmen, Computeranimationen der NASA oder wenn wir durch eine verzerrte Fischaugenlinse schauen. Bitte forsche also kritisch weiter und habe keine Angst davor, vernünftige Fragen zu stellen und deine Meinung zu sagen.